Wieso tust du das? Wieso macht jemand sowas? Warum zerstörst du mich? Wieso denkst du nicht? Auch nur ein einziges Mal, auch nur an andere, auch nur an mich. An den Worten, die mich Tag für Tag zerstören, an die ich versucht habe, mich zu gewöhnen, zerbreche ich von innen heraus. Sie fressen mich auf und spucken meinen geschundenen Körper wieder aus. Ich vermisse mein Leben ohne das Reden, als wir noch blieben, wer wir waren, was wir glauben, wen wir lieben. Ich fühle mich zerstört und ungehört. Und während wir nur 2 Meter entfernt, stehen wir Kilometer auseinander. Und das Einzige, was wir sehen, sind Vorurteile und Stolz, Schwarz und Weiß, Geschichte und Ungesagtes, ohne uns, uns als Menschen, uns als mich, uns als dich und doch nicht, wer wir wirklich sind. Ich bin konstant beschäftigt mit meiner eigenen Identität und frage mich, ob es so etwas tatsächlich gibt, eine Identität. Ich habe lange nicht von dem Glauben meiner Eltern wissen wollen und nicht hören wollen, dass es auch mein ist. Ich habe ihn von mir gestoßen, vor mir hergeschoben, weggeschlossen, verleugnet und versteckt. Ich fühle mich konstant beschädigt von meinen eigenen Augen, die mein Spiegelbild doppelt sehen. Und das, weil ich versuche seit einer Weile, 2 Welten zu vereinen wie einzelne Puzzleteile. Und einfach nur mal angenommen, ich wäre angenommen. Und dieser Gedanke ist nicht nur ein Wortspiel, denn er spielt hier in dieser Welt, in diesem Jahrhundert, im Jetzt und im Gestern und im Morgen. Dann wären die ganzen Situationen, die mich geprägt, verletzt und zersägt, nie gewesen. So wie die bösen Worte über mich hinter meinem Rücken oder auch die Vorurteile. Ja, die Vorurteile, die mir schon im Kindesalter gegen den Kopf geworfen wurden oder auch nur der Satz, oh, du bist ja Jude. Aber doch viel schlimmer als diese Worte und Vorwürfe waren immer die Menschen, diejenigen, die um mich herum gestanden. In der Stadt angepöbelt von einer Gruppe Jugendlicher, einer gegen 4 und doch half mir niemand, nicht mich gesehen, sondern einen anderen, nur geschaut und mich angestarrt und auf Distanz gegangen, obwohl ich doch auch nur ein Mensch bin. Und während wir nur 2 Meter entfernt, stehen wir Kilometer auseinander und das Einzige, was wir sehen, sind Vorurteil und Stolz. Schwarz und Weiß, Geschichte und Ungesagtes, ohne uns, uns als Menschen, uns als mich, uns als dich und doch nicht, wer wir wirklich sind. Und ja, sie glauben, die ganzen Theorien über uns erzählt, unbewiesen wahr, ohne auch nur einmal hinterfragt. Viel wichtiger ein Gespräch. Ein Gespräch zeugt von Vernunft. Aber die Menschen sehen nicht, wie sehr so etwas verletzt, wie weh Worte tun. Ausgespuckt von unwissenden Mündern, denen selbst nie solch ein Leid zugefügt. Denn es reicht ein einziger Satz, um mich zu brechen, ein abwertender Blick, um zu vergessen, mein mit Hoffnung aufgebautes Schutzschild zu zerbrechen, um mich dazu bringt, zu vergessen, dass nicht ich der Fehler bin. Denn nein, nicht ich bin es. Es ist die fehlende Toleranz, die Gesellschaft, die Menschen. Und wie ich hier stehe, wird mir bewusst, es lohnt sich zu kämpfen und das Bild von mir zu ändern, ohne es zu dämpfen. Und nur Worte fehlen, um die Bedrohung fernzuhalten, die Diskriminierung auszuschalten, den Hass abzulösen und den Frieden zu dösen. Und während wir nur 2 Meter entfernt, stehen wir Kilometer auseinander. Und das Einzige, was wir sehen, sind Vorurteil und Stolz, Schwarz und Weiß, Geschichte und Ungesagtes. Ohne uns, uns als Menschen, uns als mich, uns als dich und doch nicht, wer wir wirklich sind. Und immer wieder, während ich hier stehe und versuche, nach vorne zu sehen, erkenne ich, es muss noch viel geschehen. Und träumend stehe ich nun hier, träumend in Gedanken, die Friedenszeilen schreiben, in den Himmel über mir. Und ein Gespräch ist, nach dem ich strebe, zeugt von viel mehr Intelligenz. Und so, wie ich hier stehe, mit all meinen Werten, die ich selbst nicht sehe, entscheide ich mich, meinen Namen laut auszurufen und einzustehen für wer ich bin und nicht für was ich zu scheinen vermag. Ja, denn ich habe eine Vision von einer Welt. Ja, ich schließe die Augen und sehe eine Welt voller Würde und Akzeptanz. Eine Welt, in der man nicht die Augen vor dem Offensichtlichen verschließt, in der nicht ich alleine der Mittelpunkt stehe, sondern eine Gemeinschaft, gestützt auf Liebe und Erkennung hinter mir steht und mich so sieht, wie ich wirklich bin.